Oh. Danke. Was jetzt? Ja, gut. Unsere Taktik. Komm mit, unsere Taktik können wir jetzt überspringen. Der Zug steht schon. So, ich habe die Container nochmal. Du auch? Suchst du nach 910B? Oder such mal einfach nach beidem. Okay, wir können uns das sparen mit dem Dings, ne? Ich habe jetzt zwar. Der hier, 010. Ach, musst du gucken, ich bin gerade beschäftigt. Guck in die SMS, sie hat die SMS auch geschickt. Ich habe gerade keine Zeit für sowas, ich muss gerade Leute umbringen. Da. 910B, da sollen wir suchen. Wenn du gerade keine Gegner hast, kannst du ja hingehen und suchen. Ich muss gerade mich um die Gegner kümmern, die mir gerade auf den Sack gehen. War das andere S? Das andere war S8B5, oder? Hm, weißt du was? Hast du aufgepasst? Ja, ist es. Okay, ich hab den anderen. Ja. Okay, ich mach da mal S8 links auf. Digga, es geht. Hau ab! Wenn du siehst, dass du wenig Leben hast, fress Snacks, ne? Oder Inventar und dann sind Snacks. Ne? Und versuch dir mal in Deckung zu begeben, das hilft. Ja, ich hab den einen doch schon, aber ich werde gerade von allen Seiten beschossen. Da kann ich kaum den scheiß Container suchen. Du musst den 190B dann wieder suchen. Ich hab den anderen, ne? Ich hab die Einheit auch schon, aber ich muss mich gerade um einen Haufen Gegner kümmern, weil ich von allen Seiten beschossen werde. Komm doch mal dahinter hervor. Och Junge, krabbelst du denn jetzt rum, wo dich eh keiner treffen kann? Och, und was willst du denn? Hat dich nicht schon mal jemand belehrt darüber, dass man mich in Ruhe lässt? Komm, stürz ab. Wer ist er denn? Was, der da hinten, den sollst du umbringen, das ist ein Gegner. Was machst du da? Machst du eine Wanderung oder was? Du hast die Kontrolle halt gut, komm zum Auto. Oh, nein! Nein! Nicht ein scheiß Heli von hinten! Jetzt musst du die scheiß andere Kontrolle einsammeln. Bei dieser. Ja, du, die liegt da vorne gleich. Du musst sie einsammeln und dann weg. Dieser blöde Kackheli! Hallo. Ja, die, das einfach einsammeln. Und dann ab zu dem anderen Typen. Steig in dein Auto und weg da. Einfach hier 3 Kilometer fahren. Ist scheißegal jetzt. Kannst du es auch alleine schaffen. Das ist kein Problem. Ich habe schon 2 dieser Missionen die komplette Schutzarbeit alleine gemacht, ne? Deswegen gibt's, ne? Also ich habe die letzte Finale habe ich das ganze IAA komplett alleine aufgeräumt und die Militärbasis von einem Typen habe ich auch komplett alleine ausgeräumt. Von daher ist es möglich. Ja, außerdem ist es möglich, auch alleine den Scheiß zu machen. Und zweimal ist bei Razer halt dumm gestorben. Dann habe ich 2 Missionen. Einfach weiterfahren. Ignorieren, einfach weiterfahren. Wenn du zu wenig Leben hast, einfach schnell hier festhalten, Inventar, Snacks und einfach schnell was reinhauen. Ne? Ja, mach du das denn sonst gleich. Ne? Ja, wenn du wenig Leben hast. Du könntest auch jetzt, aber jetzt kannst du auch einfach abhauen. Weil sonst ist ja gleich wieder hinter dir. Und da kommt wieder einer, einfach weiterfahren. Ne? Da spawnen nämlich gerade wieder welche. Oder fahr halt auf den Gleisen, wo du komplett falsch bist. Ja, du sollst nicht verstecken, die sammeln sich da gerade. So, und jetzt wieder runterfallen gleisen. Und weiter Straße fahren. Rum um die Ecke. Hallo, 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 hallo.
Danke! Ja, wir fangen einfach von vorne an der Stelle an, wo wir fahren jetzt. Ich kenne die GTA-Speicherpunkte. Du hast gesehen, wir haben nicht mal die Zylinder zerstört und sind bei Neustarten trotzdem hinter den Zylindern gelandet. Wir fahren die jetzt einfach nur weg. Karten an. Hau ab, du Pisser. Stehst mir im Weg. Natürlich! Natürlich werde ich gleich erschossen. Ich verschieße bloß einen, der vor mir im Auto im Weg steht. Werde ich gleich im Auto erschossen. Natürlich! Oh Mann, manchmal es geht ja so mies, Alter. Hättest du nicht eine Sekunde oder zwei Sekunden später sterben können, dann hätten wir wieder diesen Bug. Mann. Ist auch egal. Wie gesagt, ich habe schon mehrere dieser Missionen komplett alleine gecarried. Ich kann das, wenn ich mich wirklich konzentriere. Das habe ich schon zweimal geschafft. Es gibt schon zwei GTA Online-Folgen, die heißen Joker GB carried die halbe Mission. Na? Zwei Finale. Weil ich alle umgebracht habe hier. Also bei diesen Dingern. Alle umgebracht habe, alleine. Hm. Muss bloß sneaky genug vorgehen, dann schafft man das. Und dafür müsst ihr erstmal einen vor die Flinte bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Da bist du. Die habe ich schon gesucht. Ja, jetzt schießt du ein paar Mal ins Knie, damit du endlich die Fresse hältst. Ist jetzt... Danke. Endlich hat er seinen Mull gehalten, weißt du. Der wäre uns noch wieder aufgestanden. Ja, deine Mutti geht auch down. An mir. Und jetzt nerv mich nicht. Was treibt ihr da? Da ist nicht mal jemand. Was machen die da? Ich höre die ganze Zeit. Panzerfaust ist eigentlich gut in den Dings. Ja, aber wir haben bloß eine begrenzte Auswahl an Waffen, falls es nicht aufgefallen ist. Ja, ich weiß es nicht. Und Panzerfaust gibt es erst ab Level 100, aber egal. Ja, Raketenwerfer meinte ich halt. Ja. Seid ihr jetzt alle tot? Lässt ihr mich jetzt alle in Ruhe? Ne, da ist noch jemand wieder aufgestanden. Da lebt noch jemand. Wo bist du? Der eine geht ans Handy, wenn er gestorben ist. Du spielst einfach Animal Crossing. Wieso? Der eine geht ans Handy. Tim geht immer ans Handy. Spielt an seinem Handy rum. Und jetzt nervt mich, ich bin dem scheiß Passwort schon. Bist du jetzt nicht? Wir spielen eh gerade GTA, also kannst du es eh nicht spielen. Ich? Nein, nicht du. Haust du ab! Ich sag dir, verpiss dich, du kleiner Wichser. Danke! Danke, du Wichser! Danke, dass du von hinten kommst. Warum könnt ihr nicht von vorne kommen? Weil ihr auch alle einen Penis habt, oder was? Mann! Ja, es nervt einfach. Na, einfach wegen so einem unnötigen... Du versuchst dir einfach reinzusnicken. Und wegen so einem unnötigen Scheißhorst musst du von vorne anfangen. Hey, Bruder, Junge. Nein, ich will mich jetzt aufregen. Du hast damals zu mir gesagt, ich soll mich nicht aufregen und jetzt ist das einfach andersherum. Ich reg mich schon immer auf, wenn mich was stört. Weil du versuchst dich zu konzentrieren, um diese Scheiße nicht zu fehlen. Und dann kommt er. Spielt erstmal. Nein, und dann kommt er von hinten. Ja, da hast dein Beef. Mann. Der hat noch gefragt, ob er Beef will. Da habe ich ihn von hinten erschossen, so wie sie mich immer erschießen. Geh auch einfach in Deckung, bevor du aus deinem Auto geschossen hast. Weg mit dir. Weg. Komm, Glatzi, hör auf, dich dahinter zu verstecken. Geh einfach nach Hause. Dann landest du wesentlich nicht im Krankenhaus, wenn du dich einfach verpissen würdest. Weil wofür tust du das? Für ein bisschen Geld? Zahl dir mehr. Mann, wie geht man nochmal in Deckung? Welche Taste habe ich? RB. RB, 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 RB. Mann. Als ob du das nicht langsam weißt. Du benutzt so lange einen scheiß Xbox-Controller.
Ich erzähle dir andauernd, was RW ist. Wir hatten das. Du müsstest sogar heute schon mal benutzen im Warzone. Hast du schon wieder vergessen. Ja, ich kann mir so Steuerung nicht merken. So, Fortnite. Habe ich langsam gecheckt. Ach, du musst ja einfach bloß merken, welche Tasten die scheiß Xbox-Controller hat. Die Taste sage, damit du weißt, welche du drücken musst. Da geht's mit. Und Fortnite weiß das zu tun, du musst dir einfach bloß die... Hallo! Hallo! Hier! Was meinst du? Kleiner Vollhonk. Dann geht auch hier in Deckung. Ja, das ist auch gerade mein Problem, dass er nicht will, weil hier keine Deckung anscheinend ist. Ja, deine Mutti geht auch down. Warum kommen da schon wieder Leute? GTA, was soll das? Hör auf, Autos zu schicken. Ich hasse diese Autofahrer. Die bringen alles durcheinander. Weil sie einfach neu gespawnte Gegner sind. Ja, wird die ganze Mission durcheinander bringen. Die sollen aufhören. Ja, guck mal, die LKW-Fahrer einfach an hier. Hörst du, ich dir bitte da verpest sein? Du stehst im Weg. Ja, übertreib halt gleich mit Schießen, Junge. Übertreib halt gleich. Hol halt gleich deine ganze Mutti raus. Junge. Er schießt halt gleich seine ganze Mami raus. Und wieder fast tot deswegen. Weil er dich einmal sieht und dann gleich sein ganzes Leben übertreibt. Haut ab da draußen, sag ich euch. Lauf nicht im Weg rum, du blöder Passant, sonst bist du auch tot. Danke, LKW, dass du den Typ für mich überfahren hast. Komm. Jetzt ist da der Reifen im Weg. Weg mit dir. Wo bist du? Hier ist der Typ hier. Hier ist doch noch irgendwo einer. Da bist du. Verpiss dich. Du bist doch der Clown hier. Du schreist rum wie so ein Verrückter. Ich hab doch einen Job. Diese Sachen hier zu klauen. Wenn deiner ist, sie zu beschützen, dann haben wir leider ein Problem, Junge. Lass mich in Ruhe Snacks essen, sonst bist du der Nächste, der stirbt. Schon der Arschloch geschossen. Hast du ein zweites Arschloch geschossen, oder was? Ah, das ist hier ein Waggon. Ich habe auch einen Container. Der ist zufälligerweise... Ich habe einfach nur... Ne? Zack. Lass die einfach holen, bevor neue kommen. Ich glaube, wir haben gerade alle. Komm schon wieder neue, pass auf. Okay, der war es anscheinend nicht. Okay, man kann anscheinend alle aufschneiden. Der war es anscheinend nicht. Man kann alle aufschneiden. Man muss wirklich nach den Nummern gucken, aber man schneidet halt alle auf. Ich flex einfach den nächsten. Ja, ich flex einfach den nächsten, weil ich gerade... Sie hat uns die, glaube ich, neulich geschickt, oder? Hat sie uns die Nummern geschickt? Weißt du das? Okay, er hat sie. SB, S8B5 und 190B ist es wieder. Na? Ja, ich gehe einfach einmal durch. Ja, wie gesagt, ja, ich habe einen S8B5. Pass auf, da sind Leute, ne? Schieß da einfach drauf. Da stehen schon wieder zwei Volltrottel, die laufen einfach rum. So, der ist der andere. Du kleine Volltrottel! Hast du nicht aus. Das ist mir vorbehalten. Ja, what the fuck, Digga? Ja, what the fuck, hier sehen, kommt schon wieder ein scheiß Heli? Ich hasse diese Zäune. Ja, für dich. Weil ich dich gerade runtergeschossen habe, du blöder Heli-Fahrer, Flieger. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm zu Papi. Dann kriegst du eine Kugel ins Gesicht. Und bleib zu Hause. Geht ja, ich brauche keine Leute in Autos, die andauernd alle hier nicht zwei mal raus, Minuten lang spawnen. Scheiß Spawn habe ich hier gekriegt. Ja. Ja, dann schieß meinen Nacken kaputt, Junge. Traust dich. Warum kommt da eigentlich schon wieder ein Heli? Geh doch weiter, Junge.
Ich wollte mich raussprengen. Also sprich, ich wollte... Ja, funktioniert eh nicht. ...den Zaun kaputt sprengen. Ja, funktioniert eh nicht. Mann, lass mir in Ruhe, du blöder Heli! Ah, jetzt Frustzappen. Lass mich in Ruhe, du scheiß Heli. Digga, du sollst mich in Ruhe lassen. Mach den Hup. Mach den Schauer, mach den Heli. Ja, der nervt. Der nervt. Weil der vermisst mir die ganze Mission. Siehst du? Der vermisst alles. Jetzt ganz schnell Snacks fressen, sonst habe ich ein Problem. Hau ab, sag ich dir. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Wir kommen auf Schlee. Ja, weil meine Insel Schlee heißt. Und spielt auf einer Switch mal auf der gleichen Insel. Deswegen hast du auch immer die gleiche Frucht. Das ist auch Switch gebunden, damit man sich nicht mehrere Accounts macht und dann Früchte untereinander tauscht. Hab ich jetzt den scheiß Piloten? Anscheinend ja, danke. Wo ist jetzt die scheiß zweite Kontrolleinheit? Wer bist du denn schon wieder? Junge, wer hat dich denn hier gelassen? Weg! Mann, ist ja nervig. Ich will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Du bist doch der Clown. Du stehst auf einmal da und schreist. Warum? Ich hasse unendliches Gegner-Spawning in GTA. Warum macht man das immer noch? Warum GTA? Warum machst du immer noch unendliches Gegner-Spawning? Das ist eines der nervigsten Features, die ihr überhaupt einführen konntet. Weil man kann nicht alles wegräumen, weil immer wieder neue kommen, die einen abfacken und dann doch noch die Mission fehlen lassen, obwohl man alle Leute, die hier rumstehen, kaputt gemacht hat. Das ist genauso nervig wie auf Cayo Perico. Du kannst die Schlüsselkarte nicht finden, weil du es ja nicht genau definieren kannst, wo immer neue kommen. Genauso dieser scheiß Helian dort neu spawnen muss. Ja, ich habe schon zwei von euch abgeschossen. Ihr könnt nicht unendlich Helis haben, also hört doch auf damit. Ich schneid diesen Container aus Frust jetzt einfach auf. In der Hoffnung ist der richtige. Ja, es war sogar der richtige, lol. Ich fahr da, ne? Ich nutze mal die zwei Sekunden Ruhe und fahr. Während ich schon wieder von einem Heli abgeschossen werde. Danke, da ich einfach fast tot bin. Gleich keine Snacks mehr hab. Weil das kann man alles nicht zur Heilung benutzen. Ja. Und E-Cola kann man auch nicht zur Heilung benutzen. Ich habe keine Heilsnacks mehr. Das heißt, ich muss jetzt mit diesem Leben durchkommen. Ansonsten beende ich die Mission und wir spielen die wann anders. Halt dein Maul! Ich habe keine Zeit für dein Gelaber! Das fängt... Also ich werde von zwei Leuten im Auto in einem scheiß Heli verfolgt und er fängt an zu quatschen. Hört doch auf zu quatschen. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich versuche mich hier zu konzentrieren, damit ich nicht erschossen werde. Und ihr labert mich zu. Mann, ich hasse das. Hört doch mal auf zu labern, wenn ich verfolgt werde. Klärt das doch untereinander. Mein neues Leben hat begonnen. Müllt mich nicht zu. Juhu. Ja, glaube ich auch. Ich kann auch gleich tun und lassen, was ich will. Wenn ich auf Frust dieses Spiel beende. Ich muss gleich mal was trinken aus Frust. Ich auch. Erstmal ein Bier. Jetzt fahr um die Ecke. Ich hab grad meine Scheißruhe. Jetzt fahr um die Ecke. Wir sind gleich da.
Junge, mit deinem scheiß Kaffee, weg da. Du stehst im Weg. Ach, wer bist du denn? Was bist du denn für ein Nachzügler? Ja, danke. Das hat mich jetzt meinen restlichen Gehirnschmalz gekostet. Weißt du, was das Tolle ist? Du hast gerade 50.000 dafür bekommen. Na? War dir das die Mühe wert? Ne? Ja, sei es, du gerade auf meinem Account spielst. Aber trotzdem spielst du mit meinem Charakter. Ja, aber du spielst trotzdem mit meinem Charakter und alles. Da sind auch meine Sachen, die auf dem Boden liegen. Und die ganzen NPCs, die ich habe und so. Ne? Ja, also spiel ich mit dir auf dem gleichen Account. Ja. Bist du auf Leon angemeldet? Nein, aber man spielt ist generell Switch gebunden. Leute, man zum Beispiel, man kann ja bestimmte Früchte haben, ne? Und du hast generell Switch gebunden, aber du spielst auf der gleichen Insel wie ich, ne? Und siehst anscheinend auch genauso aus wie ich. Zumindest wirkt es auf mich so. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich gebe dir jetzt meinen Account, dass du es ausspielen kannst und da auf deiner Switch deine eigene Insel öffnen kannst, ne? Weil es ist halt wirklich Switch gebunden, das Ganze. Ne? Hm. Außerdem war es dir die ganze Mühe jetzt wert, für 50.000 diesen Job zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was, wenn ich dir sage, dass ich mindestens das Dreifache von deinem Geld bekommen habe? Hast du denn 50.000 gekriegt? Ich habe 166.000 bekommen. Guck, 172.000 habe ich sogar bekommen. Wie sind die Cowboy-Gang, Digga? Ja, ich mach das aber auch mal wieder aus, das war eben gerade witzig.